Donnerstag, 22.50 Uhr am Kieler Flughafen. Ein ungewöhnliches Bild. Zwei verspiegelte Vans und Security-Personal stehen auf dem Parkplatz herum und halten sich bedeckt. Doch gleich wird klar, warum hier so ein Aufwand betrieben wird. Roses kommen mit der letzten Maschine aus München an. Sie stehen in zwei Tagen zum ersten Mal vor großem Publikum auf der Bühne bei The Dome, einem der größten und wichtigsten Musikevents in Deutschland. Der Flug hat fast eine Stunde Verspätung, trotzdem sind die Bandmitglieder gut gelaunt. Los, nehmt mich auf! Ja, ich kann singen, ich bin Pop! Wenn Roses zum ersten Mal auf Tausende von Fans treffen, will die Plattenfirma auf Nummer sicher gehen und hat für die Band eine persönliche Security-Truppe angeheuert. Lass ich gerade erzählen, dass einer von der Security Tarzan heißt? Und einer von unserer Security ist Tarzan. Und der sieht auch krasser aus als Tarzan. Und Tarzan wird der locker in die Tasche spielen. Am nächsten Morgen geht es schon früh los. Okay, jetzt sind wir da, bei der Ostseehalle in Kiel, bei The Dome. Am Künstlereingang, der von Ordnern bewacht wird, wird die Band bereits erwartet. Alle bekommen ihre Ausweise. Guck mal, was ich habe. Eine Artist-Card, yeah! Sascha. Über 20 Künstler treten beim Dome auf. Jeder braucht selbstverständlich eine eigene Garderobe. Manche gleich mehrere für Tänzer und Band. So kommt es, dass jeder Quadratmeter des Backstage-Bereichs irgendwie genutzt wird und sich Garderobe an Garderobe reiht. Und es wundert nicht, dass die einzelnen Garderoben nicht gerade üppig bemessen sind, aber dafür ist die Nähe zu den anderen Stars umso größer. Als erstes haben wir heute Sascha bei The Dome. Den treffen wir vielleicht, mal sehen. Ich denke mal schon, weil jeden trifft man hier auf den Gang. Morgen kommen die, genau, die No Angels. Gewinner der Popstar-Staffel Nummer 1. Henrik Borgmann. Aber weißt du was? Den kenne ich nicht. ATC, das ist der letzte Act von The Dome. Mal sehen. Aber zwei geile Schnecken dabei. Ich habe ja noch einen vergessen. Broses ist auch da. Haha. Die Probe der Band ist in dem engen Probenplan eine der ersten. Vor ihrer Bühnenprobe haben Broses noch kurz Zeit, in die Halle zu gehen, um die Atmosphäre der Arena zu schnuppern. Hammer. Geht's besser? Es wird ja voll sein, oder? Krass, ne? Ist alles voll. Wow. Die Band ist sichtlich beeindruckt von der imposanten Halle, in der 14.000 Menschen Platz finden. Wow. Stell dir mal vor, du stehst hier echt so. Köpfe, Arme und Hände gesehen. Und Gesichter. Gediegen! Köpfe, Arme und Hände. Ich kipp jetzt erstmal so ein bisschen vom Hocker. So. Gerade läuft die Probe des Auftritts von Rimini Project, bei dem auch Salva als Tänzer mit dabei ist. Die Freude über das Wiedersehen ist groß. Und wenn Salva tanzt, ist der Chefchoreograf Dee auch nicht weit. Er hat bei zahlreichen Acts seine Tänzer am Start und überwacht jede Probe. Und Feist trifft eine alte Bekannte. Die kenne ich schon seit 150.000 Jahren. Die kennt mich, seitdem ich so ein Furzelpups bin. Ich habe sogar seine Windeln gewechselt. Sieht man zwar jetzt nicht. Ich habe es wirklich getan. Größentechnisch ist das sehr komisch, ne? Fragt man sich, ob sie jetzt die Windel gehoben kriegt. Ja, die Windeln waren schon immer so groß bei ihm. extra large. Dann müssen Broses selbst auf die Bühne. Backstage bekommen sie von den Tontechnikern ihre Headset-Mikrofone. Die müssen sorgfältig angepasst werden, damit sie bei der Performance nicht verrutschen oder gar herunterfallen. Der Aufnahmeleiter erklärt der Band die Wege zu und von der Bühne, denn beim Konzert muss dann alles glatt gehen. Wir gehen hier auf die Bühne hoch, hier auf der rechten, hier bitte wieder abgehen, so, weil sonst gibt es hier einen Stau. Okay, hier rauf und da runter. Genau. So, und formieren wir mal da. Dann ist alles bereit. Die Musik für die erste Probe wird gestartet. Die und Alex. Ha, you know some people just don't know what I'm talking about. But I know you understand. Cause I know you believe. Me, I believe that you were meant for me. And
Beim Dome gehen die Veranstalter davon aus, dass jeder Künstler seine Performance kann. Die Probe ist hauptsächlich für die Kameras und die Tontechnik. Natürlich soll die Band sich auch an die große Bühne, die Tonbeschallung und das Bühnenlicht gewöhnen. Denn nur dann kann das Zusammenspiel zwischen Kameras und Performance gut funktionieren. Dann wird die Probe auf Wunsch des Regisseurs abgebrochen. Die nutzt die Pause, um der Band Anweisungen zu geben. Komm her. Ihr sollt in der normalen Performance, in der Strophe, okay, sollt ihr relativ close sein. Du bist da irgendwo, du siehst aus, als wenn du ein Tänzer wärst, ein Background-Tänzer und Giovanni genau das Gleiche. Ihr müsst in der Strophe, solltet ihr wie sein? Zusammen. Und im Chorus raus, aber trotzdem eine Reihe. Ja, falls du wolltest Slow-Mo reinkommen, du bist reingelaufen, ja, Indira auch gut, mach die Hände nicht ganz so groß, die verdecken dein Gesicht. Die kannst du kurz hochkommen, bitte, ja. Ich möchte dich dem Toni vorstellen, dass der Regisseur... Der englische Regisseur ist in die Halle gekommen, um mit Dee den Performanceablauf zu besprechen. Bei einem so komplexen Song wie I Believe muss der Regisseur ganz genau wissen, welches Bandmitglied wann welche Textpassage singt. Nur dann kann er mit insgesamt 13 Kameras den Auftritt von Brosis optimal einfangen. Er geht zusammen mit Dee jede Textzeile des Songs durch und notiert sich die Namen der Sänger. Okay. If you don't send this information in advance, then we get held up. Auch Alex Christensen ist inzwischen in Kiel angekommen. Er wird beim Konzert den Auftritt von Brosis zusammen mit Dee anmoderieren. Passt schon so. Ja. Gleich, ne? Oh, ihr wieder. Oh, scheiße. Ich will das nicht. Ich bin auch raus aus dem Fernsehen. Okay, dann gehen wir auf Anfang, bitte. Wir lassen die Anmoderation. Dann kann es weitergehen. Die Kameraleute haben ihre Anweisungen vom Regisseur erhalten und die zweite Probe kann beginnen. Kleinere technische Pannen gibt es auch beim Dom. Doch das kann bei einem solch dicht gestrickten Probenplan schon mal passieren. Brosis sind zum Spaß der Zuschauer voll auf Performance eingestellt. Versuchen es nochmal mit der richtigen Musik. 3, 2, 1. Just joking. Nun geht auch mit der Musik alles glatt. Bühne frei für Probe Nummer 2. But I know you understand. Cause I know you believe. Baby, I believe that you were meant for me. Mit den 6 Bandmitgliedern proben etwa 60 Personen die Performance von I Believe. Neben den Kameraleuten und der Ü-Wagen-Crew konzentrieren sich die einzelnen Departments auf die Show. Zu genau festgelegten Zeitpunkten müssen Lichtstimmungen geändert werden, Spezialeffekte gesetzt und Backstage schon alles auf den nächsten Auftritt von ATC vorbereitet werden. Die Band bekommt momentan von alledem nichts mit. Die 6 sind voll auf ihren Gesang und Choreografie konzentriert. Dee überwacht jede Bewegung seiner Schützlinge. Zu den besonderen Umständen auf dieser Bühne kommt hinzu, dass Dee wenige Tage vorher die Choreografie leicht geändert hat, damit sie für einen großen Live-Auftritt optimiert ist. Bei einem Konzert vor Zuschauern kommt es vor allem auf die Ausstrahlung an. Das Publikum mag vielleicht einzelne kleine Fehler nicht sehen, spürt aber ganz genau, ob sich ein Künstler sicher fühlt und dann der Funke überspringt. Dann ist die Probe zu Ende. Ungewöhnlich viele Zuschauer sind in die Halle gekommen, um die Popstars zu sehen. Alle sind angenehm überrascht und auch Dee ist mit der Band zufrieden. Für die erste Probe, die wir jetzt haben beim Dom und dafür, dass es die erste große Bühne ist, auf der sie auftreten, sind sie wirklich sehr, sehr gut. Ich weiß aber, dass sie noch viel, viel mehr können. Das, was sie jetzt machen, ist schon ganz, ganz gut. Aber es wird noch besser. Und wir müssen halt jetzt gucken, dass sie nicht so weit auseinanderrennen, ganz einfach. Weil sonst erkennt man sie nicht mehr als Band. Und dass sie ihre einzelnen Performance-Parts noch intensiver machen. Weil man sieht zwischendurch natürlich die Aufregung oder dass sie mal abgelenkt sind oder dass sie denken, oh, das ist so viel Licht. Und das müssen wir noch rauskriegen. Ich habe nicht Angst davor, Fehler zu machen. Ich habe nur Angst, dass
weiß nicht, dass wir das vielleicht nicht genießen und uns vielleicht zu sehr so verkrampfen und so. Wir sollen einfach das genießen, auf der Bühne stehen, dann sind wir, bringen wir es auch bestimmt voll locker rüber. Boah, 14.000 Leute. 14.000 ist eine Menge. 14.000 Leute, boah, nee, oder? Doch nicht 14.000, doch, 14.000, nee. Ich habe es mir schon vorgestellt, wie die Reaktion sein könnte. Und ich erhoffe, dass es so sein wird, dass wenn ich mich da hinstelle, dass ich fast in einem Slant nach vorne gehen muss, damit ich nicht weggeboostet werde. Verstehst du? Also Bambinos und Bambinas. Nach der Probe stehen Interviews auf dem Programm. Der eckige Tisch, 60 Songs, die Indira ist von die Brooklyn. Das ist die Villa von die Bronx. Wo ist meine Platze? Das ist Calzone von die Mafia. Wo ist die Platze, meine Platze? Das ist die englische Mafia. Das ist der Mann kommt Screen von motherfucking USA. Sechs erschienen, ja. Verwunderlich, dass die sechs noch Spaß machen können, denn Zeit zum Verschnaufen ist eigentlich kaum. Broses hetzen von Interviewtermin zu Interviewtermin. Zwischendrin stehen etliche Fotoshootings auf dem Programm. Quer durch die Halle geht es von Bravo zu Dom Online, von Jam zum NDR. Immer geht es darum, einen guten Eindruck zu machen und auf den Fotos gut auszusehen. Nicht weit entfernt von der Ostseehalle wartet eine Traube von Fans bei Radio Schleswig-Holstein auf Broses. Hier sollen sie ein Radiointerview geben. Natürlich lassen sie es sich nicht nehmen, ihre Fans zu begrüßen und Autogramme zu geben. Auf einer kleinen Bühne warten zwei Moderatoren von Radio Schleswig-Holstein zusammen mit etwa 50 Fans auf Broses. Die Atmosphäre ist locker. Die sechs Bandmitglieder schaffen es bei jedem Interview aufs Neue, entspannt zu erscheinen und gute Stimmung zu verbreiten. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr hier seid. Dass ihr es geschafft habt, noch während der Proben zu The Dome hierher zu kommen zu uns. Natürlich sind es eigentlich bei allen Interviews etwa die gleichen Fragen. Zum Beispiel taucht immer wieder die Frage auf, wie Broses mit ihrem hohen Bekanntheitsgrad zurechtkommen. Am schlimmsten ist er hier. Das ist wirklich schlimm, weil ich bin in der Stadt, ich denke mir halt eben nichts Böses und laufe halt eben einfach rum und dann sehe ich da echt so einen gewaltigen Pulk Menschen. Will dann immer selber noch gucken gehen, so, oh, was ist denn da? Ja, Shayhem. Alles klar. Wenn ich einkaufen gehe, dann nehme ich den Shay mit und den stelle ich dann immer vor den Einkaufsladen hin. Dann habe ich drin meine Ruhe und die Leute springen beim Shay rum. Shay, bleib mal hier stehen. Wieso? Bleib mal bitte stehen. Alle Fans, die zu Radio Schleswig-Holstein gekommen sind und nicht zur Pressekonferenz hinein konnten, haben selbstverständlich gewartet, um vielleicht bei der Abfahrt noch ein Autogramm zu ergattern. Zurück in der Ostseehalle wartet das erste Meet and Greet auf Broses. ATC wollen die sechs Newcomer kennenlernen. He's the rapper. Hey. How you doing, man? Hey. Congratulations. How you doing? Congratulations. Hello. Hi. Tracy. How are you doing? Hello. Thank you. So, this is ATC. Hello. Look how many there are. We're here with Broses. And this is Broses. Ein Bandmitglied von ATC kommt wie Giovanni aus Italien. Und Italiener begrüßen sich eben wie Italiener. Wenig später sieht Cem auf dem Monitor im Gang, dass Jeanette mit ihrer Probe an der Reihe ist. Also Kameramann, flinke Füße, wir müssen runter. Er spricht schon den ganzen Tag davon, dass er sie unbedingt persönlich kennenlernen will. Das ist die Gelegenheit. Guten Tag. Hi, ganz gut. Mir auch. Ja, cool. Wow. Also so groß ist sie aber nicht, ne? Aber geil. Wow. So, jetzt kommt sie. Auf, wir gehen nach hinten. Scooter, das ist im Ablauf der Position 27. Hallo, Janet. Hallöchen. Willst du mich heiraten? Nee. Naja. Ich. Nein.
Naja, es kann ja nicht immer alles so glatt gehen. Damit morgen aber alles klappt, will Dee am Abend mit der Band noch einmal den Ablauf für den Auftritt durchgehen. Zuerst will er von allen wissen, wie sie sich auf der Dombühne gefühlt haben. Ich will eigentlich von jedem wissen, wie er die Proben empfunden hat, was cool war, was vielleicht komisch war, wo ihr noch unsicher seid. So 2, 3 Sätze. Dann wird zum letzten Mal an der Choreografie gefeilt. Eigentlich sind es nur Kleinigkeiten, die Dee mit der Band noch einschleifen will. Die 6 haben die leicht geänderten Tanzschritte sehr gut umgesetzt und verinnerlicht. Juan Giovanni, du kleiner fauler Hund! Chuck, big, big Chuck! 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 Yeah, wir sind da durchgekommen! Hey, du warst falsch! Okay. Das war's. Ihr seid safe. Morgen knacken lassen. Richtig loslegen. Nicht so traurig gucken, jetzt gibt's Essen, Duschen und morgen geht's richtig los. Aber ihr habt's. Haut ab. Dee ist zufrieden. Soweit ist alles gut vorbereitet. Jetzt kommt es morgen nur noch auf den Kopf der Bandmitglieder an. Oh, krass. Also wir sind ziemlich aufgeregt, glaube ich. Jetzt langsam so ein bisschen. Was heißt aufgeregt? Nein, nicht aufgeregt. Ich glaube, wir sind konzentriert. Ich fange nochmal von vorne an. Also, wir sind ziemlich konzentriert, haben jetzt halt eben noch ein paar Mal die Choreo durchgegangen, haben halt eben noch so auf ein paar Sachen geachtet, die halt eben noch in Vergessenheit geraten sind. Und wie Dee eben schon sagte, wir sind safe. Es ist jetzt klar, dass morgen ist ein richtiger, wichtiger Tag für uns und wir müssen das wirklich hinkriegen. Und bis jetzt, bis heute Abend, haben wir das nicht. Und auf die Bühne war das ein ganz anderes Erlebnis, wirklich mit die ganze Verfolgenlichter und so und Beleuchtung und alles. Und dann auch, dass da war Leute unten, das hat uns angeguckt, aber das war Leute, das hinter uns gestanden hat die ganze Zeit und uns geholfen. So, das war nicht so die Gefühl, dass wir an diesem Tag gebraucht haben. Und es ist so wie morgen, dass wenn 14.000 Leute oder ungefähr da vorne von uns steht, es ist für mich eine Bestätigung, dass wir haben wirklich unser Ziel, so wie jetzt, erreicht. Der Tag des ersten großen Auftritts hat begonnen. Heute müssen Broses beweisen, dass sie nicht nur im Studio, sondern auch bei einem Konzert vor etwa 14.000 Menschen bestehen können. Schon morgens vor dem Hotel warten die ersten Fans auf die Popstars. Um 11:15 treffen Broses an der Halle ein. Noch sind es 9 Stunden bis zum Auftritt. Trotzdem steigt die Spannung schon jetzt, denn die Erwartungen an die Band sind hoch. Dee der Presse, Dee der Teenager, die vor der Halle stehen und Dee der Eltern und Freunde, die extra zum Konzert anreisen. Es ist einfach so, dass wir jetzt zum ersten Mal so richtig auf unsere Fans stoßen, auf diejenigen, die uns so lange verfolgt haben im Fernsehen. Und jetzt haben wir endlich mal die Chance, denen was zurückzugeben, richtig zurückzugeben, einen geilen Auftritt hinzulegen. Und auch die Families da natürlich. Ich habe so Angst vor meiner Familie zu performen zu machen, also diesen 14.000 andere Leute da zu stehen. Oh, mein Vater, ey. Meine Eltern sind die kritischsten, die es gibt. Die sagen Sachen, auf die wird kein anderer kommen. Ja, du warst da nicht ganz synchron und so Sachen, die nicht mal, sag ich mal, Dee so krass sagt. Ey, mein Vater, der sitzt bestimmt, der hat gesagt, ja, ich nehme Fernglas mit und ich guck jede Bewegung genau an und so. Schon mehrere Male haben sich die beiden Popstars-Bands getroffen. Und auch wenn viele annehmen, dass zwischen ihnen Konkurrenzdenken herrscht, das Verhältnis zwischen den No Angels und Broses ist herzlich. Also, es ist genauso wie wenn man, wenn wir jetzt halt eben irgendwo reinkommen, wo irgendwie alles neu ist und unsere große Schwester ist da. Für mich ist das halt eben wirklich bildlich, weil meine große Schwester ist auch meine große. Ich habe ja auch wirklich eine große Schwester und es ist immer gut, jemanden da zu haben, der sich halt eben schon so ein bisschen auskennt, mit dem man so ein bisschen vertraut ist. Und deswegen, wir freuen uns eigentlich, dass die No Angels auch da sind. Und wir haben ja auch direkt eine Kabine neben uns. Dee Vorbereitungen für The Dome laufen auf Hochtouren. Im Ü-Wagen gehen der Regisseur und seine Crew noch einmal die Abläufe durch und nehmen in Zusammenarbeit mit den Ton-, Licht- und Kameraleuten letzte Korrekturen vor. Jetzt sehen wir auf S-Top 7 live.
Roses nutzen die Zeit vor den nächsten Terminen, um andere Künstler zu besuchen. Zwar haben sie schon bei gestrigen Proben einige ihrer neuen Kollegen getroffen, doch am Tag des Konzertes sind noch einmal viele Top-Acts wie S-Club 7 oder Westlife dazugekommen. Bands wie diese oder Solo-Artists wie Sascha zu treffen, ist für Shame und die anderen immer noch etwas ganz Besonderes. Denn vor einem halben Jahr kannten sie, wie fast alle, Sängerinnen wie Sarah Connor oder Sänger wie Rick Astley nur aus den Medien. Doch auch wenn es ihnen schwerfällt, das zu realisieren, jetzt gehören sie dazu. Jetzt sind auch sie Stars. I had a poster of you in my room. Oh, really? 1988. Wow. And you still look so great. Wir bewundern die, das sind quasi halt eben genau. Respektpersonen für uns. Wir haben Respekt für die Leute. Das genau. Respektpersonen. Also wir stellen uns noch nicht auf die gleiche Stufe jetzt irgendwie, keine Ahnung, mit Rick Astley, Sascha, Mariah, Enrique. No Angels, nicht. Genau. Mit keinem eigentlich. Weil wir wissen halt, dass wir hier die Jüngsten sind. Wir sind die Newcomer heute. Küken, genau. Nesthäkchen. Doch Nesthäkchen des Pop-Businesses werden von ihren Fans vor der Halle längst auf dieselbe Stufe mit all den anderen Größen gestellt. Denn viele sind hauptsächlich gekommen, weil sie Broses sehen wollen. Noch bekommen nur einige glückliche Fans Broses zu Gesicht. In sogenannten Meet and Greets haben sie die Gelegenheit, sich mit der Band zu unterhalten und einige Fotos zu machen. Fotos will auch die Presse. Und so reiht sich am Tag des Auftritts wieder ein Termin an den anderen. Stress für die noch junge Band. Für den Auftritt brauche ich persönlich Ruhe und Konzentration. Ich hätte mir Oropax irgendwie mitbringen müssen oder so. Also es ist halt echt schwierig. Ich persönlich werde einfach irgendwie super müde dadurch, von einem Raum zum anderen zu hetzen und hi, hi, hi. 17 Uhr. Die Fans werden in die Halle gelassen. Das muss gut organisiert sein. 14.000 Menschen wollen am liebsten gleichzeitig hinein, damit sie später beim Konzert ganz nah bei ihren Stars sind. Entspannter geht es da schon zu, wenn man mit einer der Bands verwandt ist, wie die Familien von Broses. Am VIP-Eingang erhalten sie ihre Tickets. Zum ersten Mal begegnen sich Eltern und Freunde der Bandmitglieder. Alle sind aufgeregt und fiebern dem Auftritt entgegen. Ganz besonders die Eltern von Ross. Exciting tonight. It was obviously we've travelled from England today and we've come to see him perform and we're very proud of him. Aufgeregt. Ja, konnte man nicht schlafen. Wir haben so, ich denke, jeder hat 3 Weckern gestellt. Ja. Und dann das Aufregung pur. Ich habe mein Baby lange nicht mehr gesehen. Ich vermisse ihn. Und ich habe gehört, ich darf ihn jetzt nicht sehen. Bis nach Mitternacht. Aufmachen. Oh yeah. Oh yeah. We have a surprise for you. Überraschung. Yeah. We have a surprise for you. Jetzt richtige Reihenfolge. Wo ist das Set? Gib uns ja, das Set. Nicht nur die Eltern sind in der Halle angekommen. Noch ein paar ganz spezielle Fans haben auf der Tribüne Platz genommen. Als Broses hören, dass einige Teilnehmer des Workshops da sind, machen sie sich sofort auf den Weg zu ihnen. Mit Ausnahme von Curly, die die Band schon bei einem ihrer Fernsehauftritte besucht hat, sehen sich alle zum ersten Mal seit Ibiza wieder. Die Freude ist riesig, denn schon während des Workshops sind aus den Konkurrenten Freunde geworden und das sind sie auch geblieben. Unterdessen machen sich Ross' Eltern und seine Schwester auf den Weg zu ihm. Damit sich die Band auf den Auftritt konzentrieren kann, sollen sie ihre Verwandten erst nach dem Konzert treffen. Doch Ross hält es nicht länger aus. Über ein halbes Jahr hat er seine Familie nicht gesehen. Der Rest der Band bekommt ebenfalls Besuch von David, der unter den letzten 8 war. Yeah!
Obwohl David schon fast in der Band war, die heute ihren ersten großen Auftritt hat, ist auch bei ihm keine Spur von Neid zu erkennen. Er freut sich für Brosis, denn noch besser als die anderen Workshop-Teilnehmer weiß er, wie hart alle arbeiten. Ey, der Klaus ist da, der Raymond ist da. Ja, Mann, Carla, Julia. Ross' Wiedersehen mit der Familie ist herzlich, aber kurz. Der Auftritt rückt immer näher. Schnell wird noch ein Geschenk überreicht. Geil, so geil. Die Eltern haben den Weg der Band auch in England verfolgt. Freunde haben ihnen Videokassetten von Popstars geschickt. Und jetzt fiebern sie dem ersten großen Auftritt entgegen. Genauso wie alle anderen, die Brosis persönlich kennen. Auf alle Fälle. Und es wird bestimmt super geil. Weil ich habe sie schon bei TV Total gesehen und bei Oliver Geissen. Ich bin total der Groupie schon. Ich denke immer, wo sie sehen können. Ja, ist geil, ist super spannend. Also ich bin jetzt mal echt gespannt, was für eine Show machen. Und wir werden das Haus schon rocken. You know, I wish I was up on that stage. I really do. But you know, the best of the best are up there, and they deserve it. It's a good thing. I want to be up there. I really do. Ich hab mein sehr hart. Und ich gebe mein Bestes, aber the best is on the Bühne Nacht tonight. Es ist 19 Uhr. Der Auftritt rückt immer näher. Feiss und Ross gehen die neuen Choreografie-Teile durch. Nichts soll später schiefgehen. Hila ist noch am Telefon. Freunde wollen ihr Glück wünschen. Doch sie muss sich kurz fassen, denn gleich soll sie ihr Bühnenoutfit anziehen. Feiss und Giovanni können es sich dagegen kurz gemütlich machen. Ihre Outfits sind nicht so aufwendig, deswegen haben sie noch ein wenig Zeit. Dann ist Hila soweit. Nach den vielen Terminen während des Tages ist sie froh, dass sie ihr Bühnenoutfit anhat. Jetzt fällt es ihnen leichter, sich wieder auf den so wichtigen Auftritt zu konzentrieren. Ich fühle mich jetzt... Nur, dass keiner reingeht. Einen Schritt weiter. Also ich fühle mich jetzt bereiter, um rauszugehen. Dann fehlt das noch, dann fehlen noch die Haare, danach fehlt noch ein bisschen Schminki und dann fühle ich mich dann fast ganz bereit. Ey, ich gehe jetzt gleich in die Maske und jetzt wird's ernst, weil wenn die Maske drauf ist, dann ist der Auftritt bald da und... Nee, ich freue mich gar nicht auf den Auftritt. Ich freue mich einfach da, wenn man Bub eintritt auf die Bühne setzt, die Leute sehen einen und dann geht's erstmal ab. Der Dome ist mittlerweile in vollem Gange. Nach einigen anderen Bands ist nun Superstar Mariah Carey auf der Bühne. Konzertprofi Mariah absolviert ihren Auftritt und verschwindet wieder. Die vielen für sie unbekannten Gesichter hinter der Bühne nimmt sie kaum wahr. Giovanni dagegen ist ziemlich beeindruckt, als sie auf dem Weg in die Maske kurz auf dem Flur begegnet. Ich bin gerade echt voll... Hi! Ich hab gerade gedacht, kommt so ein Haufen Menschen so vorgelaufen? Und dann guckst du seitlich kurz, machst du kurz deine Brille so, genau hier so, das war so. Du Kamera, du bist Giovanni, die kommt so, machst so eine Brille, läuft weiter. Ja, und ich guck so. Ich war gerade voll schockiert, ja. Das war echt. Aber ich muss eins sagen, es tut mir echt leid. Das sieht nicht so gut aus wie im Fernsehen. Scheiße. Als nächster Schritt der Vorbereitungen bekommen Brosis ihr Make-up. Damit Schminke und Puder nicht mehr verwischen, werden sie als letztes aufgelegt. Die Band weiß, dass die Zeit zwischen Maskenraum und Bühne immer so kurz wie möglich gehalten wird. Bald ist es soweit, bald haben sie ihren Auftritt, vor 14.000 Fans. Die Vorfreude steigt, aber auch die Nervosität. Ich kann nicht warten, ich denke, ich habe, so wie gestern gesagt, ich habe auf diesen Tag gewartet und ja, wirklich, für mich das Ziel ist jetzt, auf die Bühne zu stehen und die tausende Leute in die Augen zu gucken. Bei mir ist schon seit einer Stunde so voll extrem wegen der Bühne jetzt und wegen dem Auftritt und so. Ich habe jetzt voll Bauchgrippen die ganze Zeit schon, ganz extrem. Nee, also jetzt nur weil ich umgezogen bin, ändert das noch nichts so. Ich denke mal, es ist wirklich, wenn wir da hinten stehen, geht's los. Dann gibt's kurz so und dann geht's wieder, oh, jetzt müssen wir los und dann
Also ich denke mir mal, wir werden so kurz davor kurz einen Anflug kriegen und dann machen wir einen Kreis und dann Bros das Kreis und dann das geht, oder? Doch noch einmal denken Hila, Giovanni und die anderen ganz und gar nicht an ihren Auftritt, denn für sie alle wird ein Traum wahr. Als einzige Band werden sie gleich Weltstar Wyclef Jean treffen. Ein letztes Mal vor ihrem ersten großen Konzert fühlen sich Broses mehr als Fans als Popstars. Währenddessen machen sich die No Angels auf den Weg zur Bühne und Hila zurück auf den Weg in die Maske. Ihr Make-up ist noch nicht fertig und auch die Stylistin muss noch letzte Änderungen an ihrem Outfit vornehmen. Denn der Auftritt hat Priorität. Wyclef Jean hin oder her. They was asking me how I felt about that whole, like, the group thing, like finding people and stuff. And I told them I thought it was a good idea, because all it does is it give people. Like, I wish when I was growing up, there was people that was able to, you know what I'm saying? But we had to struggle. So this is like a good opportunity, because you never know, something good could come out of it and stuff. You know what I'm saying? Because you just do it and stuff. So what do? They cast you till you're young, and when you turn old, they kick you out the group. Wow. No. This advice is coming from Wyclef. And listen carefully. You know, coming from a, you know, particular popular band myself, the number one key, fellas, do not mess with the women in the group. Hallelujah. Trust me, y'all, because, yo, once you do that, it's over. Because I'm saying, like, y'all got fine women in y'all group. I ain't gonna lie to y'all. If I was in this group, there'd be some trouble right now. Yo! Alright, y'all all do harmony? Yeah! Alright, we about to make up a song. Wow. Ey, wie krasse Action, Mann! Ey, Jürgen, bitte auf Mist! Wyclef macht jetzt mit uns einen Song! We about to make up a song, yo! Everybody take a note, so. Said he loved her and that was just fine. We're talking about roses. We're talking about roses. Brothers and sisters. We're talking about roses. Brothers and sisters. We're talking about roses. Brothers and sisters. Roses. Brothers and sisters. Oh.
Giovanni, go Giovanni. Talent. Thank you. These kids got talent. Now just get them the right material, please. You know, so Eminem, you know. Y'all got talent, though. Voice is crazy. Während Hila fertig geschminkt wird, geht das Treffen mit Wyclef zu Ende. Ich war gerade den Wyclef. Someone please call. Die No Angels sind der vorletzte Act for Brosis. Die Band muss jetzt zurück zu ihrer Garderobe. Jeden Moment können sie abgeholt werden. Doch zum Glück steht davor ein Fernseher, auf dem der Auftritt der Angels übertragen wird. Denn den wollen sich Brosis nicht entgehen lassen. Unsere Vorreiter, unsere Wegbereiter, die haben wir richtig lieb. Und es öffnet mir das Herz, wenn ich die jetzt performen sehe. Es ist echt geil. Während die No Angels schon fast alte Hasen im Musikgeschäft sind und ihren Auftritt souverän meistern, werden Brosis, so kurz bevor sie an der Reihe sind, verständlicherweise ziemlich nervös. Ein weiteres Mal gehen sie die Choreografie durch. Was, Mann, ey, ihr wisst nicht, wie geil das aussieht. Okay, rein, jetzt. Gleich ist es soweit. Enrique Iglesias tritt direkt vor Brosis auf und macht sich bereit. Damit dann keine Pause entsteht, müssen die Popstars während seinem Auftritt schon die Mikrofone anlegen und hinter der Bühne sein. Über Funk werden die Dome-Mitarbeiterinnen verständigt. Holt Brosis zum Auftritt. So, ihr habt jetzt den Auftritt. Soweit, Enrique ist fertig. Nur noch die Moderation von Dee und Alex trennt Brosis von ihrem Auftritt. Brosis! Yeah, hallo Kiel!
Hallo Kiel, schön, dass du so lange gewartet hast. Geht's euch gut? Geht's euch gut? Woo! Als wir im Sommer diesen Jahres angefangen haben, 11.000 Bewerber zu casten, da wussten wir nie, wie schwer es für uns werden würde, die 6 Richtigen zu finden. Denn auf die eine oder andere Weise waren sie alle gut. Aber wir haben die 6 Richtigen, wie ihr sicherlich schon wisst. Baby, I believe that you are meant for me. And if there's somebody... Ich wusste gar nicht, dass Krähen singen können. Okay, dann überlassen wir das vielleicht jetzt den richtigen Popstars, oder? Seid ihr bereit? Für Sind wir soweit? Bruce! Es ist geschafft. Roses haben ihren ersten Konzertauftritt mit Bravour hinter sich gebracht. Die Familien und die Fans in der Halle sind restlos begeistert. Minutenlang applaudieren sie den Newcomern. Ein unglaubliches Gefühl für die neuen Popstars. Total geil! Und alle so geil, ey! Ich weiß, wir sollen nicht auseinanderreden, aber fuck egal, Ross, reden mit mir jetzt! Total geil! Noch einmal wiederholen, bitte jetzt!
Die Leute haben geschrien und du hast Spanien, ich habe mir so angeguckt. Und dann ging ich ja zuerst los und dann der so, go baby und so. Und Hammer, einfach nur Hammer, Hammer, Hammer. Schon am Anfang, wo die mitgesungen haben. Also, das war eine Nummer zu groß, aber das war krass. Und ich meine, ich kann jetzt gar nicht mehr heulen. Ich wollte ein Tor heulen, aber jetzt ist es so eine Freude in mir. Ich habe so eine Freude in mir. Ja! Das war gut, das war gut. Es waren von mir ein paar Fehler, aber die hat keiner gesehen, weil ich habe gelächelt. Ich habe gelächelt. Ich hab gelächelt. Als letzter Act tritt jetzt ATC beim Dom auf. Obwohl zum großen Finale gleich noch einmal alle Künstler zusammen auf die Bühne kommen, wollen Broses jetzt endlich ihre Familien treffen. Auch wenn es schnell gehen muss, sie wollen ihre Liebsten in die Arme schließen und sich mit ihnen über ihren Erfolg freuen. Müssen Broses noch einmal auf die Bühne. Das große Finale beginnt. Da gerade Broses. Kiel, wollt ihr noch mal I Believe hören von Broses? Dann würde ich sagen, gibt's das jetzt für euch. Viel Spaß! Vor einem halben Jahr kamen über 11.000 junge Menschen zu den Castings. Sie alle hatten einen Traum, sie wollten Popstars werden. Unter ihnen waren Hila, Indira, Ross, Feis, Giovanni und Cheyenne. Damals wagten sie noch nicht zu glauben, dass sie es schaffen könnten. Doch sie kamen durch alle Runden, sie haben den Workshop auf Ibiza und die Bandentscheidung in München hinter sich gebracht. Sie haben bei ihrem Auftritt bei The Dome 14.000 Fans begeistert. Beim großen Finale singen alle ihren Song I Believe. Jetzt sind sie Stars, Popstars. Ob sie es selbst schon glauben können oder nicht, ihr Traum ist wahr geworden. I believe.